Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem Spezialvideo der besonderen Art. Sozusagen die Oscar-Verleihung der Brettspielbranche steht wieder an und ja, alle großen Brettspielfans haben die ganze Nacht schlaflos vor dem Computer gehangen, immer Ich wieder auf schon. Reload gedrückt, obwohl man eigentlich weiß, vor 10 Uhr Vor am 10 Uhr gibt's Montagmorgen nichts. Ja. werden die Nominierungen gar nicht bekannt gegeben. Trotzdem bleibt man natürlich die ganze Nacht Ich war wach. wirklich aufgeregt. Ich Ja, muss wirklich sagen, ich natürlich. war aufgeregt. Ich bin immer vor der Nominierung bin ich immer viel aufgeregter als vor der eigentlichen Verleihung. Aber eine Flasche rumgetrunken und heute Morgen war es dann endlich soweit. Die Nominierungen sind rausgegangen und hier stehen sie, die drei nominierten Spiele, zweimal Für nominiert Spiel des Jahres, fürs wirklich. Spiel des Jahres Ja, für den natürlich, erst roten einmal Pöppel, für für den den Hauptpreis. zweimal nominiert ist Pegasus Spiele. Wir haben immer noch die Herzlichen Edition von Glückwunsch. Sedown. Herzlichen Glückwunsch, ganz großes herzlichen Glückwunsch. Einmal mit King Domino und einmal mit Magic Ja, Maze. kommt jetzt erst raus, deswegen haben wir es immer noch nicht von Pegasus hier. Ne? Das ist immer, aber das ist, sieht gleich Zum aus, Glück nur halt rechtzeitig die Muster verschickt. hier mit Pegasus-Logo. Ne? Und einmal Ravensburger mit Wettlauf nach Eldorado. Ja. Herzlichen Glückwunsch, würde ich Herzlichen sagen. Glückwunsch. Ja, also wirklich, muss sagen, dieses Jahr sehr spannende Nominierungsphase, wobei ich finde, was das Spiel des Jahres angeht, sind echt Sachen nominiert worden, mit denen konnte man wirklich rechnen. Oder auch, ich muss sagen, ich bin voll zufrieden. Ich weiß nicht, wie Ja, dir ich es bin auch. geht. Ich bin alle drei Spiele, die hier stehen, habe ich sehr, sehr gerne. Tatsächlich, da gibt es von meiner Warte aus überhaupt nichts zu meckern. Überhaupt nicht. Ja. Ich muss auch sagen, klar, ich finde auch alle drei Spiele, egal wer gewinnt, ich finde alle drei Spiele könnten ein würdiges Spiel des Jahres sein. King Domino vielleicht so das einfachste, familienfreundlichste. Eldorado, finde ich, ist wirklich ein ganz toller, familienfreundlicher Deckbilder mit diesem tollen, mit dem tollen Thema und dem tollen. Das ist so toll, weil jetzt die Chance halt auf eine Erweiterung plötzlich Ja, in den ja. total greifbaren Bereich gerückt ist. Greifbar, ja. Ich hoffe, dass da die Nominierung allein schon reicht, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass all diesen drei Spielen jetzt eine goldene Zukunft beschert ist. Ich hoffe sehr, weil es sind wirklich alle drei tolle Spiele. Also wer immer da gewinnen mag, ist natürlich ganz fantastisch, aber es lohnt sich wirklich, wer es von euch noch nicht kennt, alle drei nominierten Spiele euch anzugucken. Wer eine größere Spielesammlung hat, sollte meiner Meinung nach, und Familienspiele natürlich mag, sollte meiner Meinung nach alle drei Spiele in seine Sammlung integrieren. Und deshalb Tatsächlich. muss ich auch sagen, wir spekulieren in diesem Video auch immer ganz gerne, wen halten wir jetzt für den wahrscheinlichsten Gewinner? Ich muss wirklich sagen, es fällt mir schwer, hier eine Aussage zu Naja, treffen. indirekt haben wir die Aussage dadurch getroffen, dass wir alle drei sehr positiv rezensiert haben, aber nur eins davon unser begehrtes Prädikat bekommen hat und das war natürlich Magic Das Maze. wollte ich halt gerade sagen, sozusagen der Wunschsieger vielleicht unseres Herzens ist hier in der Mitte, Magic Maze, dem wir jetzt eben unser Prädikatsträger, drücken wir natürlich die Daumen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob, sage ich mal, jetzt, wenn ich mich unabhängig, wenn ich jetzt nur mein Geld verwetten müsste, ob ich dem jetzt eine höhere Chance Kann man das denn? einräumen würde. Ja, vielleicht, ja. Also vielleicht gibt es in England so Buchmacher, die auch wirklich auch auf Spiel des Jahres Wetten annehmen. Das könnte ich schon. Also vielleicht hat King Domino so den ganz kleinen Vorsprung in den Quoten, weil es einfach am zugänglichsten ist. King Aber das Domino ist ist so everybody's darling. Everybody's Du wirst Darling, ja. keinen finden, der sagt, ah, das war jetzt mal wirklich ein schlechtes Spiel. Also ich habe noch keinen gefunden. Und natürlich glaube ich, wenn jemand per Du Deckbilder aus irgendeinem mir nicht nachvollziehbaren Grund einfach generell nicht mag, dann ist vermutlich auch Eldorado nichts für ihn. Und auch bei Magic Maze kann ich mir vorstellen, dass es Was? da, Ich darf jetzt nicht reden. ja genau, dass man da ab und zu mal Leute findet, die dann vielleicht etwas zu überrascht sind von der Originalität des Spiels und es dann vielleicht einen holprigen Start hat. Und King Domino Ja. flutscht halt in allen Runden einfach durch wie ein Top-Klasse-Burger. Ja, deswegen denke ich auch, vielleicht hat King Domino so einen ganz kleinen Vorsprung, aber man sollte die Jury da auch nicht unterschätzen. Ich kann mir durchaus vorstellen, sie versuchen ja schon auch immer so die Originalität und so das Neue auch irgendwie zu würdigen. Wobei ich Sind finde, alle drei auch originell? ja, King Domino ist auf seine Art auch sehr originell und auch irgendwie wirkt überhaupt nicht wie ein altmodisches Spiel. Da ist vielleicht eher noch Eldorado so der bisschen klassischere angehauchte Mechanismus halt, obwohl ich das auch immer noch finde. Auch das wirkt wie ein modernes Spiel. Ja? Auch wenn vielleicht klar das Deckbuilding natürlich jetzt nicht der Weisheit neuester Schluss ist. Ja, da ist Magic Maze sicherlich am weitesten vorne. Aber ja, also es Ja. ist wirklich offen. Das Rennen ist offen. Wer jetzt hier sitzt und hat große Fragezeichen auf dem Kopf, hat zuerst mal gesagt, wir haben alle drei Spiele in Rezensionen vorgestellt und wer keine Zeit hat, sich sowas anzugucken, ganz kurz, hier bauen wir in einem Domino-Prinzip, wie der Name schon sagt, ein Königreich. Am Ende hat man dann ein Königreich mit 5x5 großen Feldern. Da versucht man zusammengehörige Landschaften zu puzzeln, da auch noch Krönchen reinzubekommen, weil es dann viele Punkte gibt.
schnell gespielt, schnell erklärt. Bei Magic Maze ist ein kooperatives, labyrinthartiges Exit-Game-Vergnügen, könnte man sagen. Wir sind eine muntere Heldentruppe, die ihre Ausrüstung verloren hat und bevor sie in den nächsten Dungeon geht, jetzt zusammen ein Einkaufszentrum plündert und es ist ein kooperatives, stillschweigendes Kommunikationsspiel. Ja, man kann sich nonverbal miteinander verständigen und genau das lernt man hier, weil jeder Spieler hat nur einen Bruchteil von Aktionsmöglichkeiten. Der eine kann nur nach Norden gehen, der andere nur nach Süden, einer nur nach links und einer nach rechts und dann gibt es noch Spezialfähigkeiten und da muss man sich halt ja im Stillen absprechen, um diese Sachen in einer knappen Zeitvorgabe zu meistern. Und Eldorado ist einfach ein ganz zugänglicher Deckbilder, also Dominion lässt grüßen, aber hier noch mit einem Brett, wo wir quasi mit den Karten, die wir ausspielen, eine Expedition über verschiedene Landschaften bewegen, um dann möglichst schnell Eldorado zu erreichen. Und was ich wirklich cool finde dabei, muss ich sagen, ist, dass eben das verschiedene so Landschaften hat, verschiedene Abenteuer. Wobei man auch sagen muss, auch Magic Maze hat ja diesen Aspekt mit diesen verschiedenen Leveln, Szenarien, wo man sich auch vorstellen, also hier kann man sich gut Erweiterungen vorstellen, aber auch für Magic Maze kann man sich Erweiterungen vorstellen mit noch mehr Plättchen, noch mehr Herausforderungen, noch mehr verrücktem Zeug, was wir hier kooperativ meistern können. Und auch King Domino ist jetzt nicht so, dass man sich da keine Erweiterung vorstellen kann. Im Gegenteil, das würde auch gehen. Neues Siegpunkt. Ja, einfach. Eine neue Siegpunktwährung vielleicht zusätzlich zu den Kronen oder keine Ahnung. Ja? King Domino XL fände ich auch schon fantastisch, wo man einfach dieses 7x7 Raster fürs Zwei-Spieler-Spiel einfach auf eine größere Gruppe ausweitet. Aber klar, darüber haben wir noch nicht gesprochen. King Domino ist natürlich tatsächlich schon das Spiel, wo man am schnellsten alles gesehen hat. Also da ist einfach nach ein, zwei Partien ist klar, wie der Hase läuft und es ist toll. War vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, weswegen es bei uns so prädikatsmäßig dann nicht so in Frage kam, weil es dann vielleicht doch ein bisschen zu schnell für uns durch war, irgendwie vom Gefühl. Man weiß halt, was da ist, recht schnell. Ja, bei Magic Maze ist von den drei Titeln hier mit der, wo man, das schafft man an einem Abend einfach nicht alles zu sehen. Das ist so viel, da kommt man echt nicht durch, weil es tatsächlich, das muss man auch damals sagen, bei aller Lobhudelei, es ist auch ein anstrengendes Spiel. Also niemand möchte das 8 Stunden am Stück spielen. Da drehst du, glaube ich, echt ab. Und Eldorado ist tatsächlich so ein Ding, das haben wir fast 8 Stunden am Stück gespielt, aber dann kommt man aber auch an den Punkt, wo dann alle am Tisch, alle haben weiterhin Lust drauf, aber alle sagen dann jetzt schon nach der ersten langen Nacht, oh, gibt es da schon eine Erweiterung? Und was man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen sollte, wir haben 2 recht kurze Spiele, weil King Domino geht auch 15 bis 30 Minuten, nur Magic Maze tatsächlich ja nur 15 Minuten, aber halt nur ein Level. Meistens spielt man da halt mehrere Partien, muss man immer sehen. Das geht eine Stunde. Und ja, Eldorado, ein richtiges, größeres Familienspiel mit einer Stunde, aber ja. Also von daher, das ist vielleicht eher so ein bisschen der Ausreißer, muss man sagen. Ein bisschen klassischer, ein bisschen größer und hier so 2 etwas schlankere Vertreter. Mhm. Ja, auf jeden Fall schreibt in die Kommentare gern, was ihr meint, wer gewinnt. Ja, dürft ihr gern mal einen Tipp abgeben. Bin ich auch gespannt, was das Meinungsbild sagt. Meint ihr, unser Prädikat wird es machen am Ende? Da würden wir uns natürlich sicherlich persönlich am meisten freuen. Aber ich denke, beide anderen Kandidaten haben genauso Chancen. Wie gesagt, King Domi vielleicht sogar ein bisschen favorisiert. Ja. Oder seid ihr der Meinung, es hätte ganz andere Spiele hier auf den Tisch stehen müssen? Und wenn ja, welche sind das denn, eurer Meinung nach? Ja, und es gibt natürlich noch eine weitere Anzahl an Spielen, die die Jury empfohlen hat auf der sogenannten Empfehlungsliste. Und die schauen wir uns auch noch an in einem separaten Video. Bis dahin. Ciao. Tschüss.